Ja, herzlich willkommen zum Thema Rotwein und Luft. Luft macht einen Rotwein weicher, voller, aromatischer und deswegen sollten Sie bei momentan in unserem Programm befindlichen Rotweinen den Rotweinen etwas Luft geben. Idealerweise, wenn Sie es haben oder Sie können es auch bei uns beziehen, eine schicke Dekantierkaraffe, die große Oberfläche 3 bis 4 Stunden vor dem Genuss eingeschenkt, öffnet den Rotwein, macht ihn voller, runder und weicher. Sollten Sie das nicht haben, dann nehmen Sie den handelsüblichen Messbecher, füllen den Rotwein ein, füllen ihn wieder in die Flasche zurück und dann haben Sie auch einen Effekt wie in der Dekantierkaraffe. Ich habe jetzt heute auch bei uns, haben wir mal einen sogenannten Aerator gekauft, ausprobiert. Da wird beim Einschenken der Rotwein gleich belüftet. Ich fand jetzt den Effekt speziell bei uns nicht so deutlich. Das kann aber auch ein bisschen am Rotwein liegen, weil unsere Rotweine haben die Spezialität, dass sie auch nach dem Öffnen mehrere Tage haltbar sind und deswegen die Luft schon abrundet, aber sie nicht überoxidiert und deswegen vorschnell alt macht, wie Sie vielleicht bei anderen Rotweinen schon mal gemerkt haben. In diesem Sinne, es ist spannend, in die Weinwelt einzutauchen mit Experimentieren. Wir haben hier auch kein Fabrikprodukt, sondern ein Naturprodukt, das lebt, wo man im Prinzip so das Quäntchen als Winzer, aber auch als Genießer aus einem Wein noch ein bisschen herauskitzeln kann. Zum Wohl, hier Andreas Neimeyer.